Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Spielmodus in Minecraft. Und zwar nennt sich dieser Spielmodus Gun Game, zu deutsch Waffenspiel, und ist inspiriert durch den gleichnamigen Spielmodus von Call of Duty oder aus Call of Duty. Und das Ganze, den ganzen Spielmodus hier, kann man auf dem Heavy War Server Netzwerk spielen. IP ist natürlich in der Beschreibung, falls ihr den Spielmodus selber ausprobieren wollt. Und das Jumpman hätte ich fast geschafft, ist ja interessant. Auf jeden Fall, was ist Ziel des Spielmodus, beziehungsweise worum geht's hier drin? Das ist ganz einfach, und zwar sagt sein Name Waffenspiel vielleicht schon so in etwa, also kann es vielleicht andeuten, was man hier machen muss. Und zwar geht's hier dieses Spielmodus darum, Waffenränge aufzusteigen. Und zwar werden wir gleich alle auf einer Map, die halt vorher abgestimmt werden konnte, also man kann hier für eine Map voten, und auf der werden wir halt gespawnt, und jeder startet mit einem Goldschwert. Und dann ist das Ziel des Spiels halt, Waffenränge aufzusteigen. Wenn ich jemanden töte, bekomme ich die nächst höhere Waffe. Also sprich, nach einem Goldschwert kommt, dann erstmal das Holzschwert. Nach dem Holzschwert kommt ein Steinschwert und nach dem Steinschwert kommt das Eisenschwert. Nach dem Eisenschwert kommt das Diamantschwert und nach dem... Nein, du tötest mich nicht. Nein, du tötest mich nicht. Und nach dem Diamantschwert kommt dann der Bogen. Nach dem Bogen kommt dann, die Schneebälle und nach den Schneebällen kommt dann die Angel. So, der sieht mich hoffentlich nicht, das ist gut. Und es ist so, wenn man einen Spieler tötet, steigt man halt eine Waffenstufe auf. Und bekommt sogar einen kleinen Lebensbonus dazu. Und wenn man, von einem getötet wird, dann steigt man einen Waffenrang wieder ab. Oder man sinkt halt einen Waffenrang. Und am Anfang ist es halt noch relativ ausgeglichen. Ey, die verfolgen mich ja hier alle immer noch. Man hat am Anfang ein Goldschwert und halt ein Holzschwert. Die sind ja beide gleich auf, haben halt nur eine andere Haltbarkeit. Und da ist es eigentlich noch relativ ausgeglichen. Später sieht das Ganze schon anders aus. Da hat vielleicht einer ein Diamantschwert und dann hat der andere vielleicht erstmal gerade sein Holzschwert. So wie ich jetzt hier. Wunderbar, ich rede gerade davon, die Situation tritt ein. Dadurch ist das Ganze natürlich ziemlich blöd, weil der mit dem Holzschwert klar unterlegen ist. Aber später, wenn derjenige dann zum Beispiel Schneebälle hat, kann man dann mit dem Holzschwert doch wieder aufholen. Und ihr habt mir den Spielmodus vorgeschlagen und der Spielmodus ist an sich auch eigentlich relativ cool. Nur was mich stört am Spielmodus ist, dass hier einfach alle auf einem Haufen sind. Ihr seht's, da oben. Die kloppen sich alle kaputt. Das ist doch einfach nur sinnloses, wildes Draufschlagen. So, da kann ich noch von hinten ein bisschen draufschlagen irgendwie. Oh, hab ein Steinschwert bekommen, nice. Bin Rang aufgestiegen, weil ich den Typen da gekillt habe. Und es ist auch hier unabhängig davon, also es ist vollkommen egal, ob ihr hier, einen mit einem Eisenschwert tötet, jemanden mit einem Bogen tötet, jemanden mit einem Goldschwert tötet. Ihr bekommt immer einen höheren Waffenrang. Es ist, wie gesagt, vollkommen egal, wen ihr tötet. So, und hier könnte ich einfach sagen, zack, den Kill staub ich ab, hab dann Eisenschwert, zack, hab ein Diamantschwert. So, das kann man hier so ganz einfach machen. Man kann hier die Leute einfach abstauben, die Kills. So, der Typ regt mich auf und... Oh, guck mal, der Typ hat jetzt zum Beispiel einen Bogen. Und wenn ich den jetzt töten würde, hätte ich zum Beispiel jetzt den Bogen, weil das der nächste höhere Waffenrang wäre. Und der hätte wieder sein Diamantschwert. So, ich müsste dann jetzt mit dem... Wow. Mit dem Bogen probieren, die Leute zu töten. Das ist natürlich etwas schwieriger. Und jetzt, wenn ich getötet werden würde, so wie jetzt halt, hätte ich wieder mein Diamantschwert. Damit könnte ich natürlich die Leute einfacher töten. Aber wenn ich dann mit dem Bogen wäre, dann würde das Ganze schon wieder etwas kritischer aussehen. Gut, ich werde jetzt dann halt probieren, an den Bogen zu kommen und mit dem Bogen dann jemanden zu töten, um dann zu den Schneebällen zu kommen. Und mit den Schneebällen ist das dann auch schon wieder sehr, sehr schwierig, jemanden zu töten. So, übrigens... Nein, scheiße, der hat jetzt die Schneebälle. Man sollte den jetzt vielleicht töten. Da sollte man vielleicht auf die gehen, die... Guckt euch an, Leute, man sollte immer die töten, die einen hohen Waffenrang haben. Weil die sind nachher gefährlich, weil wer mit der Angel, also mit der letzten oder mit dem höchsten Waffenrang, mit der letzten Waffe jemanden tötet... Der hat dann das Spiel letzten Endes gewonnen. So, du hast auch einen Schneeball. Komm, Schneeballduell. Faires Schneeballduell. Ein ganz faires Schneeballduell. So, jetzt habe ich die Angel, die letzte Waffenstufe. Jetzt muss ich die Leute einfach nur hier irgendwie töten mit der Angel. Wenn man die einmal trifft, dann macht das ein bisschen Schaden. Also nicht viel und ja, irgendwann sind die dann halt auch tot. Damit hat man dann das Spiel gewonnen und ja, kann sich freuen. Yay, lalalalalala, ich hab gewonnen, okay. Da, ja, wäre dann die Demonstration gewesen, was passiert, wenn man gewinnt. Oder was passieren könnte, wenn man gewinnt. Okay, auf jeden Fall wäre das der Spielmodus. Ich weiß, das ist jetzt hier nicht, ja, so mega lang, der Spielmodus. Oder nicht so, ja, irgendwie kompliziert. Aber, ja, er macht schon relativ viel Spaß, wenn man denn hier irgendwie, sagen wir so, eine geordnete Lobby findet. Also ich würde auch nie mit 24 Spielern spielen, das ist Chaos pur. Und ja, das Problem an der Sache ist auch einfach, man weiß halt nie, welche Spieler man hat.
Und es ist halt meistens auch so, dass die Leute einfach so, wie ich es gerade auch demonstrieren konnte, beziehungsweise so, wie die anderen es schön demonstriert haben, die haben einfach nur auf einem Haufen rumgelungert und haben sich da einfach die ganze Zeit hektisch irgendwie kaputt gekloppt. Und das mag ich überhaupt nicht. Und das ist auch dieser Kritikpunkt an dem Spielmodus. Dafür kann der Spielmodus aber an sich nichts. Nur bei Survival Games ist es halt so, da hat halt nicht jeder am Anfang ein Schwert oder eine Waffe, um sich kaputt zu kloppen. Und hier hat halt jeder eine Waffe und da trauen die Leute sich auch was und kloppen sich einfach irgendwie hektisch kaputt, wo dann der ganze Aspekt der Taktik verloren geht. Und das ist halt nur der Kritikpunkt an diesem Spielmodus. Ansonsten finde ich den Spielmodus wirklich relativ nett und relativ schön. Und ich würde auch sagen, da der Spielmodus ja eigentlich relativ kurze Runden nur hat oder das relativ kurz ist hier immer der Spielmodus, würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in einer neuen Runde wieder. Die nächste Runde geht jetzt auch schon gleich los. Zack, wir spielen auf einer anderen Karte, die ich nicht kenne. Okay. Und starten hier oben ganz alleine und springen erstmal ins Wasser. Gut, soviel zum monotonen Vorgerede. Jetzt geht das Spiel erstmal los. Wow! Und genau. Ich hätte oben bleiben sollen, ich hätte nicht runterspringen dürfen. Das war mein Fehler. Und ja, das Spiel geht hier direkt erstmal, ja, Action gleich los. Ich krieg erstmal mein ganzes Leben mit zwei Schlägen abgezogen und... Da hinten ist schon wieder die Masse, da hinten ist schon wieder der Tob, der Mob, da hinten geht schon wieder alles runter und drüber und das meine ich halt mit der Hektik. So, ich werde mir die hier jetzt raussuchen, hey, wieso konnte ich die nicht treffen? Ich wollte gerade sagen, ich suche mir lieber die hier raus, die ein Holzschwert hat und die auf meiner gleichen Ebene ist, die könnte ich nämlich töten, um dann an ein Holzschwert zu kommen, aber anscheinend habe ich den Kill nicht bekommen und wow, ja das ist doch jetzt hier einfach nur noch beklopptes draufhauen. Da ist doch gar kein Taktikaspekt mehr hinter, zack, 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 guck mal, beklopptes draufhauen, yeah. Ah, ja, das meine ich halt damit. So, und jetzt, guck mal, jetzt habe ich hier wenigstens, zack, 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 ein 1 gegen 1. Da kriege ich vielleicht auch mal ein Holzschwert, wenn ich den töte. So. Ich könnte ja auch ganz, ganz, ganz fieses Spawncampen machen. Hier hinten verstecken und warten, bis hier einer spawnt. Ha! Und jetzt denkt ihr sich so, hör, ich bin in Sicherheit, aber das bist du nicht. Du bist nicht in Sicherheit, mein Freund. Da hast du falsch gedacht. Ich bin immer noch da und töte dich. Boah, jetzt könnte ich immer noch, oh, schon wieder da. Ach, das ist jetzt aber irgendwie auch scheiße für den. Ich habe die nächste höhere Einheit bekommen und er ist schon wieder da. So, und wenn ich jetzt hier, guck mal, wenn ich jetzt hier warte. So, 3, 2, 1. Spawnt hier keiner, okay. Ich will jetzt ja auch kein Spawn-Camping betreiben. Aber ich meine ja nur, das ist doch immer absolut scheiße für den, dass der da einfach mal zweimal hintereinander spawnt. Also das finde ich dann irgendwie auch relativ unfair. Gut, dann wieder hier zur Masse rein. Oh, ich will gar nicht. So, auf jeden Fall werde ich den Typen mit dem Bogen ausschalten, um dann an mein Diamantschwert zu kommen. Dann werde ich den hier ausschalten, der hat auch einen Bogen. So, und jetzt habe ich den Bogen. Oh, jetzt habe ich den Bogen. Ah, Hilfe. Hallo. Bam. Irgendwie mit dem Bogen. Na, sauber. Ich habe den Typen nochmal getötet, Ade. Der ist aber auch echt arm dran, dass ich den immer töte. So, den werde ich jetzt mit den Schneebällen töten. Aber hat irgendwie nicht geklappt. Scheiße. Ja gut, jetzt bin ich verloren, weil jetzt habe ich gar keine Waffe mehr. Hö, ich töte dich mit der Hand. Oh, nee, scheiße, das geht nicht. Oh, Hilfe. Feuer! Schade. Okay, dann, ich wüsste auch gern, was passiert, wenn man sich selber tötet. Also sprich, was passiert, wenn man, ja, so gesehen Selbstmord beginnt. Dann wird man bestimmt auch eine Waffenstufe zurückgesetzt. Könnte ich mir nicht anders vorstellen. Gut, dann würde ich jetzt hier probieren, mit dem Bogen was zu erreichen. So, und, oh, scheiße. Ich habe schon ein paar Schneebälle weggeworfen. Das wollte ich nicht. So, dich werde ich jetzt erstmal mit den Schneebällen töten, wollte ich sagen. Aber das hat nicht geklappt. Gut, ich bin wieder beim Bogen. Der ist jetzt dafür bei den Schneebällen. Wow. Du hast ja... Oh, ich wollte gerade sagen, du hast ja nur die Hand, aber der hat ja ein Diamantschwert. Der hat sehr wohl mehr als nur die Hand. Wow, jetzt noch von hinten. Scheiße. Und jetzt sind wir wieder beim Diamantschwert. So schnell kann das auch schon gehen und so schnell kann man die Waffenstufen verlieren. So, gegen den Typ mit dem Eisenschwert, da kommen wir natürlich gegen an. So. Der hat natürlich keine Chance gehabt. Und das ist auch so ein Nachteil auch von dem Spielmodus, dass man halt sehr oft stirbt. So, und jetzt werden wir den hier, wow, das ging schnell mit dem eliminieren. Nein. Du Diamantschwert-Typi, du machst mir Angst. Deswegen laufe ich vor dir davon. So. Aber da du mir folgst, kann ich dich jetzt ganz in Ruhe mit den Schneebällen ausschalten. Scheiße, ich wollte dir doch nur ganz in Ruhe mit den Schneebällen ausschalten. So,
Und jetzt habe ich die Angel. Das ist die letzte Stufe. Nein. Nein, du tötest mich nicht. Du tötest mich nicht. Böser. Böser Junge. Böser Junge, du stirbst jetzt durch meine Angel. So, du stirbst durch meine Angel und dann habe ich das Spiel gewonnen. Du stirbst durch meine Angel und dann habe ich das Spiel gewonnen. Hast du was verstanden? Dankeschön. Geht doch. So, man muss nur etwas autoritärer klingen. Dann hören die Leute auch auf ein. Und ja, wir haben das Spiel gewonnen. Schön, noch eine Runde gewonnen. Die Runde war auch sehr, sehr hektisch in der Mitte. Aber ich konnte mich zum Glück ein wenig abtrennen von dem ganzen Getümmel. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch auch dieses Mal gefallen hat. Ihr könnt mir auch eure Meinung zu dem Spielmodus in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Und ob ihr den vielleicht auch selber ausprobieren werdet oder vielleicht sogar selber ausprobiert habt und was eure Erfahrungen zu dem Spielmodus sind oder wo ihr Pro und Contra seht, ist euch ganz frei überlassen. Ihr braucht natürlich auch gar nicht schreiben, ist wie gesagt freigestellt und ansonsten würde ich einfach mal an dieser Stelle sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, hoffe, dass es euch gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.